Hallo Leute, heute stelle ich euch mal ein bis zwei Messer vor. Sagen wir es mal so, es ist zweimal das gleiche. Einerseits, weil ich es für einen Kumpel bestellt habe, andererseits, weil ich es mir selber nochmal bestellen wollte. So, das hier ist die Verpackung, nicht weiter spannend. Wir öffnen es heute mal mit dem ruhigen Messer. Machen wir einfach mal eher professionell einen Schnitt rein und schauen uns das Ganze einfach an. Wir sehen hier eine Verpackung, nur ein Messer. Das weitere Gedöns beachten wir einfach mal nicht. Okay, hier ist einfach ein normaler Imbusschlüssel dabei. Ein sehr kleiner nebenbei. Und wir haben hier noch ein bisschen Paracord. Ganz, ganz cool. Ja, die Verpackung ist jetzt auch nicht weiter spannend. Hier ist halt das Messer drauf. In ungefährer Originalgröße. Und ja, das Backup-Knife. Nochmal nicht weitere Informationen. Ein Strichcode, nochmal nicht weitere Informationen und hier nochmal dasselbe. Hier haben wir nochmal Schaumstoff drin und hier haben wir nix. Nö. Okay, dann kommen wir einfach mal zum Messer an sich. Wir haben hier das Walther Backup Knife und die Klinge besteht aus dem 440er Stainless Steel. So, dann haben wir hier nochmal das Logo und ein Copyright-Zeichen und hier nochmal genau dasselbe auf diesem schönen Griff. Ja, ich finde, das ist ein wirklich cooles Messer. Also, wenn man mal halt unterwegs ist, dann ist das halt auch schon praktisch. Man darf es halt mitführen, ab 18, glaube ich. Aber wieso sollte man das eigentlich erst ab 18 mitführen? Das ist so ein normales Fixblade-Messer mit einer schönen Kydex-Scheide und einem drehbaren oder anders anschraubbaren Gürtelclip hier. Und finde ich auch ganz cool. Also, man kann hier sogar einstellen, wie breit der Gürtel ist, damit es nicht so rum leiert. Das ist eine echt geile Sache. Und hier kann das Paracord durch, dann kann man sich das so als Neckknife dran machen. Auch wenn das eher alles runterzieht. Ja, aber ich muss sagen, es ist schon ein schönes Messer. Hier hat man einen schönen Grip an dem Rücken. Und ja, der Griff, der fühlt sich jetzt ein bisschen billig an. Und man sieht hier halt auch die Naht. Das ist jetzt nicht so schön gemacht, aber naja, anders kann man es halt nicht machen. Außerdem hat das Messer gerade mal 30 Euro gekostet. Insofern ist das also verkraftbar. Und hier ist ein Ölfleck. Naja, aber gucken wir mal, wie scharf die Klinge ist. Und dafür habe ich natürlich wieder ein schönes weißes DIN A4 Blatt. Und ja, das kommt ohne Probleme hindurch. Also, wenn man damit halt mal unterwegs ist, dann und das halt noch im Neuzustand ist, ja. Dann funktioniert, also dann ist es wahrscheinlich auch ein gutes Messer. Auch wenn es jetzt nicht komplett scharf ist an einigen Stellen. Also, naja, ihr seht es ja. So richtig will es nun auch nicht. Vielleicht sieht man es hier ja. Aber ich finde, man kann es trotzdem auf jeden Fall zum Campen, so zum Schnitzen und so verwenden. In den Vordergriff kann man hier auch gehen. Wobei ich es eigentlich schade finde, dass die ja so viel von der Klinge weggelassen haben. Da hätte man noch ein bisschen was machen können. Aber so kann man schön in den Vordergriff gehen, ohne sich hoffentlich zu verletzen. Weil das ist ja jetzt noch nicht wirklich viel Platz. Hier kann man einmal abrutschen und dann zieht der ganze Finger schön über die Klinge drüber. Und das will man eigentlich nicht. Aber man kann hier auf jeden Fall schön schnitzen. Hab jetzt nichts zum Schnitzen da. Und zum Schneiden kann man es auch richtig gut verwenden. Also, naja, wie gesagt, ich kann es euch auf jeden Fall empfehlen. Für 30 Euro ist das ein echt gutes Messer mit einer sehr guten Verarbeitung. Und es ist auch nicht zu schwer oder zu leicht. Also, es ist auch perfekt ausbalanciert. Und ja. So, das war es dann auch erstmal für dieses Video. Das geht natürlich jetzt an den Kumpel raus, das Messer. Und wir sehen uns dann beim nächsten, was ich vorstellen werde. Bis dahin, tschüss.